möchte euch heute zeigen, wie man mit wenigen Handgriffen den Rollator umbauen kann zum Gehen. Man löst die Sattelklemme, dreht den Sitz etwas rum, Sperrbolzen raus, Sitz nach vorne klappen, Kugelsperrbolzen wieder rein, Klappe hoch und schon kann man gehen. Das gleiche zurück zum Sitzen, Klappe wieder runter, Sperrbolzen raus, kann man wieder hier reinstecken, Sitz umdrehen, Sattelklemme fest, aufsteigen und los. Und so kann man auch fahren. Kann man hier die Sattelklemme etwas lösen, Lenker wieder raus, fest. Und so kann man im Stehen fahren. Hier noch ein paar Erläuterungen zur Technik. Schlüssel einfach einführen. Erste Stufe ist Starten, Akkuanzeige. Zweite, zweimal drehen ist Licht. Dann haben wir hier noch ersten, zweiten, dritten Gang. Der erste Gang ist Unterstützung zum Gehen und der zweite und dritte zum Fahren. Hier haben wir noch den Rückwärts- und den Vorwärtsgang. Hier haben wir noch ein Tempomat eingebaut. Das ist eine Berganfahrhilfe. Hier gibt man Gas, hier bremst man und hier hupt man. Hier unten im Rad befindet sich noch eine Wegfahrsperre. Dazu einfach diese Klappe öffnen, diesen Schlüssel einstecken und abschließen. Fest. Hier befindet sich noch der Akku in dieser Tasche. Man kann den Akku rausnehmen zum Laden, kann aber auch einfach nur diesen kleinen Stecker anstecken, Steckdose, fertig. Laden, wieder rein, zumachen. Um es besser transportieren zu können, haben wir jetzt hier einen Schnellspanner, den man eben nur löst, zwei an der Zahl, einen Kugelsperrbolzen, den man rauszieht und so kann man das Ganze nach oben rausziehen. Diese beiden Schrauben löst man, um das Vorderteil besser vom Hinterteil trennen zu können. Und somit kann man diesen Rollator auch in kleinen Autos transportieren.